Wow, so viele Bewerber hatte ich ja noch nie. Da habe ich ja wohl die Stellenanzeige richtig platziert. Hallo, mein Name ist Sonja Schwarz und im letzten Video haben wir gezeigt, wie man eine Stellenanzeige verfasst. Und jetzt zeigen wir euch, wo man sie denn platziert. Der ein oder andere macht es noch oldschool in Zeitschriften oder in der tagesaktuellen, ja, Klatschpresse, die bei euch in der Stadt ist. Und der andere vielleicht schon online bei Instagram, Facebook oder auf eurer Webseite. Apropos Website, auch dazu haben wir noch ein extra Video gedreht. Ihr müsst also entscheiden, welche Plattform ihr wählt. Ihr müsst ja nicht zwangsläufig nur eine Plattform wählen, sondern ihr könnt natürlich für eure Stellenanzeige auch zu mehreren greifen. Das heißt, es gibt natürlich die Online-Plattformen wie Facebook, Instagram, dann wirklich Jobbörsen wie Monster.de und ähnliches. Oder ihr könnt auch die traditionellen Arten nehmen, wie Zeitungsartikel oder einfach eure Schaufenster benutzen. Und das sind natürlich verschiedene Varianten, um eure Mitarbeiter zu suchen. Denn die meisten sind ja nicht nur auf einer Plattform, sondern auf mehreren Plattformen. Der ein oder andere sagt es dann weiter. Wenn ihr zum Beispiel eine Kundin sieht, dass sie jemanden sucht, dann wird das weitergetragen. Und vielleicht habt ihr jetzt die Möglichkeit, dann doch schnell und gute qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Neben den klassischen Plattformen, die wir ja schon kennengelernt haben, könnt ihr natürlich auch jetzt dahergehen und mal wirklich fachbezogene Plattformen nutzen. Friseur Jobagent zum Beispiel oder Beauty Jobagent. Übrigens, auf Instagram könnt ihr auch kleine Werbeanzeigen schalten, die man auch in der Story zum Beispiel teilen kann, die natürlich auch eure Kunden oder eure Freunde auch zusätzlich teilen können, um das Ganze zu verbreiten, um die Reichweite zu erhöhen. Somit habt ihr mehr Chancen, den richtigen Friseur zu finden. Facebook und Instagram sind übrigens Partner und somit habt ihr die Möglichkeit, das auch noch auf der nächsten Plattform zu teilen. Probiert's doch mal aus. So, eure Stellenanzeige hat also jetzt die ersten Bewerber erreicht. Aber ein qualifizierter Bewerber ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Das heißt, sein erster Schritt ist jetzt, euch anzugucken. Wie ist denn eure Seite aufgebaut? Habt ihr eine Webadresse? Habt ihr Instagram? Seid ihr denn modern? Und ja, gefällt mir eigentlich euer Team? Ist das alles irgendwie stimmig? Und am besten, der Salon sollte auch ordentlich und ja, attraktiv sein. Und dann wird natürlich der ein oder andere Kandidat sagen, okay, auf die Stellenanzeige bewerbe ich mich mal. Jetzt habt ihr im besten Fall hoffentlich eine Anzahl an Kandidaten, die ihr einladen könnt zum Vorstellungsgespräch. Dazu haben wir noch ein extra Video und das solltet ihr auf jeden Fall auch euch mal angucken. Da gibt es noch einige Tipps und Tricks. Und der nächste Step wäre vielleicht so eine Möglichkeit, den Kandidaten noch zum Probearbeiten einzuladen. Das ist auch auf jeden Fall für euer Team wichtig, denn ganz am Ende des Tages arbeitet euer Team ja viel öfter mit den neuen Kandidaten zusammen als der Chef selber. Und somit solltet ihr auch das Team mit einbeziehen, dann fühlen die sich auch ein bisschen, ja, gehört und wollen natürlich mitentscheiden. Und das finden die natürlich super, weil ihr nicht allein die Entscheidung trefft. Ganz am Ende natürlich, abschließend dann hoffen wir, dass ihr einen neuen Bewerber habt und bei Fragen gerne mal hier in die Kommentare was reinschreiben, liken und vielleicht mal das Glöckchen drücken, damit ihr uns abonniert. Wir freuen uns auf euch. Herrhaus. Gemeinsam mehr erreichen.